Hab Vertrauen, dass Gott dir die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt schicken wird. Hattest du jemals das Gefühl, an deine Grenzen gestoßen zu sein? So als ob du nicht mehr weitermachen kannst und genug davon hast. Genug von all den falschen Männern, die in dein Leben getreten sind. Genug von dem Versuch, selbst stark und zäh zu sein. Genug von den giftigen Arschlöchern, die dein Leben ruinieren wollen. Genug von den fehlgeschlagenen Beziehungen und dem Liebeskummer. Warst du jemals einen Schritt davon entfernt, die Liebe komplett aufzugeben? Einen Schritt davon entfernt, zu akzeptieren, dass du nicht dafür bestimmt bist, geliebt zu werden und nie einen Seelenverwandten finden wirst? Das ist genau der Zeitpunkt, an dem du nicht aufgeben solltest. Das ist der Zeitpunkt in deinem Leben, an dem all deine innere Stärke auf die Probe gestellt wird und du mutiger denn je sein musst. Und weißt du warum? Weil Gott dich auf die Probe stellt. Gott stellt deinen Glauben und deinen Wunsch nach guten Dingen auf die Probe. Er prüft deine Fähigkeit zu lieben und darüber hinaus prüft er deine Geduld. Auch wenn es manchmal schwer zu glauben ist, vertrau mir, wenn ich dir sage, Gott hat einen Plan für dich und für jeden auf dieser Welt. Ja, es stimmt, dass wir diesen Plan manchmal nicht begreifen können, aber das heißt nicht, dass er nicht existiert. Gott hat dein ganzes Leben schon vorherbestimmt. Er hat einen Mann für dich auserkoren, einen Mann, der deine Bestimmung ist und nur für dich geschaffen ist. Nein, dieser Mann wird nicht perfekt sein, jedoch wird er der Richtige für dich sein und das ist alles, was zählt. Er wird all das sein, wonach du schon immer, ohne es zu wissen, gesucht hast. Er wird deine zweite Hälfte, das fehlende Puzzlestück sein. Jemand, der jene Teile von dir vervollständigt, von denen du keine Ahnung hattest, dass sie überhaupt fehlen. Allerdings wirst du nicht dann auf diesen Mann treffen, wenn du es dir erhoffst. Er wird nicht genau in dem Moment in dein Leben treten, den du für angemessen erachtest. Nein, er wird dann kommen, wenn du bereit dazu bist. Er wird dann da sein, wenn du zu der Frau geworden bist, die er braucht und er zu dem Mann, dem du brauchst. Und weißt du warum? Weil Gott immer dann das perfekte Timing hat. Er wird die richtige Person zur richtigen Zeit schicken. Vielleicht geschieht es dann, wenn du die Liebe schon vollkommen aufgegeben hast oder du die Hoffnung verlierst, dass die Person, mit der du für immer zusammen sein möchtest, überhaupt existiert. Vielleicht geschieht es, nachdem du noch ein paar gescheiterte Beziehungen durchgemacht hast, die dir als Lektion dienen werden. Nachdem du noch einige falsche Männer kennengelernt hast, die dir als Vorbereitung für diesen, den einzig richtigen Mann für dich, dienen werden. Wenn dieser Mann in dein Leben tritt, wird alles, was du bis dahin erlebt hast, plötzlich einen Sinn ergeben. Du begreifst, dass dein gesamtes Leben nur ein Teil eines großen Ganzen war. Du realisierst, warum dir all dieses Elend widerfahren ist und warum all diese giftigen Personen bei dir waren. Denn es hätte das nicht gegeben, würdest du den Richtigen nicht schätzen. Wenn dieser Mann in dein Leben tritt, wirst du plötzlich verstehen, warum es mit keinem deiner Ex funktioniert hat. Du wirst dankbar sein für jedes Mal, wenn du betrogen wurdest, wenn du abserviert wurdest und für jedes Mal, wenn dir das Herz gebrochen wurde. Dankbar für all die verschlossenen Türen und für jedes Mal, wenn du das oder denjenigen nicht bekommen hast, den du wolltest. Dankbar für all die Male, wo du dachtest, den Richtigen verloren zu haben und dankbar für all die Kämpfe. Du wirst dankbar für jedes Hindernis sein, das dir am Weg entlang kam und für jedes Sprungbrett, das dich hierher gebracht hat. Für all die Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen du dich stellen musstest, denn du weißt ganz genau, dass wenn die Dinge anders gelaufen wären, du nicht an diesem Punkt wärst. Also verzweifle bitte nicht. Ich verspreche dir, dein Licht am Ende des Tunnels wartet auf dich, trotz all der Dunkelheit, die dich gerade umgibt. Sei einfach geduldig und habe Vertrauen. Glaube an Gott, denn er weiß immer, was er tut. Und bitte glaub an dich selbst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine zwei Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen.
Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.